Seebestattung, Garden of the Muse. Wir waren im Blindflug unterwegs auf der Suche nach einer Maske und der Findel war eine Audienz bei einem Irren. Haben wir eigentlich die Maske? The Golden Rule? Haben wir eigentlich die Maske? Jetzt muss ich echt mal gucken. Eigentlich? Willkommen, bitte sehen Sie sich um. Ja, tue ich. Eigentlich suchen wir eine Maske. Das ist richtig. Egal. Warum haben wir eigentlich keine Maske? Werden wir sehen. Werden wir sehen, ich weiß es nicht. Privatparty. Kein Zutritt ohne Einladung. Korrekt. Das werden wir ja sehen. Korrekt. Welches Unternehmen vertreten Sie, Sir? Unternehmen? Ja, welches Unternehmen? Detektei DeWitt. Mr. Cohen gibt sich prinzipiell nicht mit Privatdetektiven ab. Einladungsmasken wurden nur an Künstler und Kreative verschickt. Ich bin vom Artist Struggle, wir werden erwartet. Keine Maske, kein Zutritt. Aha. Blödes Arschloch. Diese Einladungsmasken, die er erwähnt hat, die gingen sicher an das hiesige Kunstgewerbe. Tja, dann werden wir jemanden überreden müssen, uns eine zu leihen. Raptures Geschäft ist das Geschäft. Hier steht, die Party wird gesponsert von Artist Struggle, Golden Rule und Rapture Records. Irgendwo müssen wir anfangen. Warum nicht in einem von den Läden? 3 der ansässigen Läden erscheinen eine Einladung zu Cohen's Club erhalten zu haben. Du kannst im Zielebildschirm dein aktuelles Ziel auswählen und drücke O, um den Bildschirm aufzurufen. O. Durchsuche das Golden Rule, durchsuche Rapture Records, durchsuche das Artist Struggle. Wieso sind wir eigentlich da die ganze Zeit hingerannt, wenn wir das eh jetzt müssen? Stellenangebote. Oh. Bild auf ab. Achso, brauchen wir nicht. Okay. Dann gehen wir doch mal in das Golden Rule. Ne, warte mal, was sollen wir als erstes suchen? Doch, das Golden Rule. Was führt Sie nach Rapture? Ein Mann. Ehrlich? Sie wirken gar nicht wie eine Romantikerin. Ging auch nicht um die Art, Mann. Sondern? Um eine Schuld, die noch offen ist. Naja, wie ein Kreditheil wirken sie auch nicht gerade. Geht auch nicht um die Art Schuld. Nein? Okay. Einladungen zu Cohen's Shows sind ausgesprochen begehrt. Niemand wird uns einfach so eine geben. Glauben Sie, Sie könnten den Verkäufer ablenken, während ich mich ein wenig umsehe? Finden Sie die Maske. Das mit der Ablenkung übernehme ich. Willkommen. Doch, bist denn nett. Willkommen. Ich habe leider keinen Bock für sie. Oder auf sie. Hier ist keine Maske. Da hinten? Wenn ich da hinten hinkommen würde, dann wäre das toll. Okay. Suche im Golden nach einer Maske. Da war keine Maske. Irgendwo an den Wänden? An den... Nee, hier ist keine Maske. Egal wie, hier ist keine Maske. Oh. Entschuldigung. Die Lady hatte ein paar Fragen an Sie. Ja, natürlich. Ich interessiere mich für dieses Stück. Ah, wunderbar. Sie haben Geschmack, Miss. Natürlicher Saphir und Diamant. Der Ring 18 Karat Gold. Echtheitszertifikat Paris 1887. Tatsächlich. Der mittlere Cabochon ist... Verzeihung. Sie kennen sich ja gut aus mit gestohlenen Fundstücken. Gestohlen aus Ihrem Sarg in Twilight Fields. Haben Sie etwa gedacht, wir würden das nicht merken? Die Versicherungen eines Grabräubers interessieren mich nicht im geringsten. Aber wenn Sie mir den Ring jetzt zurückgeben, werde ich die Sache auf sich beruhen lassen. Sie kommen hier hereinspaziert und unterstellen mir so eine... Verdammt. Sie muss woanders sein. Hörst du, Schlampe, oder ich schmeiß dich eigenhändig raus. Nimm deine Hunden weg! Was hast du gemacht?
Verschwinden wir lieber, bevor er wieder zu sich kommt. Aha. Fündig geworden? Nein. Nein. Nehmen wir uns einen anderen Laden vor. Wo sollen wir als nächstes suchen? Rapture Oben beim Records. Artist Struggle oder gehen wir erst zu Rapture Records da drüben? Rapture Records, definitiv. Ich will dir ganz bestimmt nicht in die Bla. Schönen guten Tag. Sehen Sie die Puppe, die mit mir reingekommen ist? Lesen Sie ihr jeden Wunsch von den Augen ab. Dann soll das Ihr Schaden nicht sein. Natürlich, wie Sie wünschen. Jetzt summt sie auch noch. Was ist das für ein Stück? Das ist von Trené. Aber was Sie da hören, ist eine Interpretation von Django Reinhardt. Ich muss diese Kiste finden. Ist das nicht Englisch? Oh. Ja. Musik nimmt mich einfach gefangen. Besonders diese Art von Musik. Ja. Als ob sie ein Urinstinkt weckt, finden sie nicht. Psst. Wir wollen keine Seite zupfen, wir müssen hier durchsuchen, Mensch. Das ist pure Sinnlichkeit. Vollendete Musik. Nichts. Tja, bleibt nur noch ein Laden übrig. Ja. Wir nicht einmal zu träumen wagten. Ja. Können Sie ein. Ich muss gehen. Ich muss hier weg. Noch eine einzige Note und es ist um mich geschehen. Alles gut? Schauspielerin, du. Du bist so eine Schauspielerin. Wieder nichts? Nein. Aber eine Chance haben wir. Und noch. Wenn wir da auch nicht fündig werden? Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Meine Güte, was eine Schauspielerin. Hallo. Ah, Depp. Willkommen, die Herrschaften. Oh, bist du mal freundlich. Hey, Kumpel. Könnten Sie der Dame mal helfen? Ja, natürlich. Interessant, nicht wahr? Das ist ein Original Sander Cone. Es heißt Miasma. Tut mir leid, aber ich verstehe nicht besonders viel von Kunst. Wo hat er die Kiste versteckt? Ehrlich gesagt würde ich lieber meinen Mund halten, eher lauter Albernheiten heraussprudeln. Möchten Sie, dass ich Ihnen seine Bedeutung erkläre? Aber nicht noch mehr Whisky. So gern definitiv nicht. Nun, mit diesem Werk will Cone den ewig währenden Kampf des Helden darstellen, der dazu verdammt ist. Alter Schwede, bin ich voll. Da ist sie. Bist du hier, du kleines Miststück? Oh, und was ist das? Oh, bitte, Sie haben mir so viele Denkanstöße gegeben. Mir schwirrt fast ein bisschen der Kopf. Darf ich morgen vielleicht wiederkommen, damit Sie mich weiter in die Materie einführen? Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. Dann bis morgen. Bis morgen. Elspeth, komm jetzt. Kommst du? Gut. Sie haben die Maske gefunden. Aller guten Dinge sind drei. Okay, dann gehen wir doch jetzt wieder zu Cone. Mhm. Gute Arbeit bei den Verkäufern. Trickbetrug scheint Ihnen in den Genen zu liegen. Dafür können Sie sich bei meinem Vater bedanken. Ah, ja? Er war ein Mann, der sich in den unterschiedlichsten Rollen wohlgefühlt hat. Und wie wir ja wissen, sind wir das. Nix wie rein. Ah, sehr schön. Mr. Cone freut sich auf Ihre Teilnahme an seiner Darbietung. Wer ist dieser Kerl überhaupt, dieser Cone? Irgendeine Unterweltgestalt? Schlimmer. Er ist Künstler. Ein Künstler, der Kinder entführt. Cones Fable ist ein wenig komplexer. Ich kenne Typen wie ihn. Hat eine fixe Idee und lässt sich durch nichts davon abbringen. Egal, wer dabei auf der Strecke bleibt. Ah, jetzt erkenne ich das auch. Ah, okay. Ein weißer Riesenraum. Wieso brauchst du keine Maske und ich brauche eine?
Der Musik. Öffnet euch der Essenz des Ewigwährenden. Guckst du mich an? Nein. Wie könnt ihr mich so schmählich im Stich lassen? Ich dachte, das bewegt sich. Soll ich vor meiner Muße das Gesicht verlieren? Niemand verspottet meine Muße. Fitzpatrick! Bitte! Den Schatten um Himmels Willen! Niemand verspottet meine Muße! Schafft diese Leute hinaus! Meine Kunst soll nicht von Versagern besudelt werden. Es gibt in Rapture einfach keinen Platz mehr für wahre Künste. Jetzt hängen die einfach nur noch da? Okay. Möchten Sie ein Bad nehmen? Frisch eingelassen. Und du? Rote Augen. Oh, ein Hase mit roten Augen. Wäre gefährlich. Oh, nee, da wollte ich noch nicht hin. Wir gehen hin rum. Wir gehen hin rum. Hin rum. Noch ein paar Badewannen. Noch ein paar Badewannen. Okay, dann müssen wir wohl oder übel mit dem da reden. Tun wir das? Tun wir. Wer sind Sie? Der Witt heiße ich. Ach, sieh einer an. Meine Güte. Der Kleine ist ja ein richtiges Sahneschnittchen. Ist er nicht ein Sahneschnittchen, meine Dame? Ich habe ein paar Fragen an Sie. Fragen? Ja. Ja, es ist Sache des Menschen, Fragen zu stellen. Es ist Sache des Künstlers, sie zu beantworten. Sie kennen dieses Mädchen, nicht wahr? Wir Künstler kennen mehr als die meisten. Du bist mehr, als du zu sein vorgibst, kleines Vögelchen. Habe ich recht? Nehmen Sie sich in Acht vor dir, David. Die führt Sie wohin, wohin Sie nicht wollen. Aber ich weiß, dieses Kind auf dem Foto bedeutet Ihnen etwas. So viele Kinder fliegen uns einfach davon. Ich weiß, wo das Mädchen ist. Und ich weise euch den Weg zu ihr. Mhm. Als Gegenleistung verlange ich lediglich einen Tanz. Einen Tanz? Was? Ich sehe etwas in euch beiden. Die Kunst reißt jede Fassade ein. Zeigt mir, wer ihr seid. Und ich zeige euch, wo ihr sie findet. Hören Sie kaum, Sie Hurensohn. Mr. DeWitt. Was? Tanzen Sie mit mir. Na los, los, tanzt! Na los, tanzt! Spürt die Musik! Spürt ich wage kaum daran zu denken, was sein wahrer Preis sein wird. Fitzpatrick! Schönheit und Schmerz. Sie sind ebenso unzertrennlich wie Geburt und Blut. Was glauben Sie, was machen Cones Kunden mit den Kindern? Werden Sie... Manchmal. Aber diese Leute haben nicht das Kapital eines Ryan oder eines Suchong. Gott sei Dank. Finden Sie? Sie haben die Little Sisters gesehen. Aber wenn Su Chong Sally hätte, dann wüsste ich das. Wieso? Weil ich ihn an einen Stuhl gefesselt und gefragt habe. Und? 15 Stunden lang. Ich werde nicht schlau aus Ihnen, Mr. DeWitt. Nein,
Nein, nein, nein, nein! Hören, wenn Sie glauben, Fitzpatrick! Ich sehe, dass du leidest. Aber ich weiß, wie ich deinen Schmerz ins rechte Licht drücke. Eine Motte wird zu einem Schmetterling. Krank. In den salzigen Fluten sind wir angekommen. Mr. DeWitt. Ja. Mr. DeWitt. Ja. Mr. DeWitt. Was ist denn? Alles okay? Mir fehlt nichts. Sie haben geträumt und Ihre Tochter gerufen, Sally. Sie ist nicht meine Tochter. Ich dachte... Schmerz und Schönheit. Den Künstler sind sie wie Eltern und Kinder. Cohen? Ich weise ihnen den Weg zu ihrer Kleinen. Kein Grund, sich zu bedanken. Was sie finden werden, könnte ihnen missfallen. Da. Fontaines. Ryan hat es auf dem Meeresgrund versenkt. Aber jetzt ist es ein Gefängnis. Warum sollte Cohen Sally dorthin schicken? Keine Ahnung. Jeder hat seine Bedürfnisse. Ich biete lediglich eine Dienstleistung für diejenigen, die sie sich leisten können. Sie finden ihr Vögelchen bei den Haushaltswaren. Wie viele Menschen Ryan wohl an diesem Ort eingesperrt hat? Eine Menge. Fontaine hatte eine regelrechte Armee. Jetzt sind sie dort unten, hochgespleist, wie tollwütig. Okay, dort vorne ist dein Doc. Man muss sehr kaltblütig sein, um einem Menschen sowas anzutun. Was meinen Sie? Diese Seebestattung. Haben Sie Ihren Aufenthaltsvertrag mit Ryan Industries gelesen? Unbegrenzt. Wir sind alle auf See bestattet. Oh. Nicht zurücklehnen jetzt. Augen auf. Dort scheint es Nachschub zu geben, Mr. DeWitt. Booker. Was? Nennen Sie mich einfach Booker. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich es lieber bei Mr. DeWitt belassen. Suche die Wälder nach mythischen Objekten. Alles klar. Ermesflasche. Geh mir nicht an die Füße. Eine Uhr ist also Geld, okay. Oh, Koffer? Wo ist ein Koffer? Wo war denn hier ein Koffer? Da. So, darf man vergessen, nicht mehr dran zu gucken. Okay, da ist aber definitiv nichts. Der schwarze Traum. Thank you.
Das nennt man also Kunst. Nicht mit mir. Da bin ich definitiv Kunstbanause. Was für eine Scheiße war das denn? Oh mein Gott. Drücke linke Maustaste zum Öffnen der Wasserwerke, rechte Maustaste, um ein Plasmid einzusetzen. Du kannst dir alle Befehle im Optionsmenü anschauen. Genau, sieht's aus. Okay, hochspringen können wir nicht. Oh, wir haben eine Kugel mehr gefunden. Sehen Sie da oben. Sehen wir uns noch mal um. Vielleicht finden wir etwas, womit wir darüber kommen. Oh. Was meinst du, was ich hier gerade tue? Das war schon wieder Alkohol. Das Ding läuft noch, okay. Ah, ich hab's schon gesehen. Gerade habe ich es im Augenwinkel entdeckt, was wir wieder benutzen dürfen. Da ist es. Im Eis begraben, beziehungsweise hier hängt es dran. Könnte helfen. Ein Skyhook. Skyhook? Sie meinen den Airgrabber? Damit rasen Kinder auf dem Pneumolines rum. Airgrabber? Konstanten und Variablen. Konstanten und was? Schon gut. Wie immer. Ab. Ach, der verdammte Grabber klemmt. Mr. DeWitt, da kommt jemand. Alles klar, der Grabber tut's wieder. Hopp. Oh, der ist zu weit weg. Das ist doof. Alle manipulieren. Jetzt. Bitte dir, vergiss nicht. Mein Bestes für dich gegeben. Oh shit, letzte Waffe. Letzte Muni, wollte ich gerade sagen. Wo ist er hin? Weg. Mr. DeWitt. Ja. Da. Wo? Haushaltswaren. Cohn sagte, dort finden wir Sally. Die drei Gebäude des Warenhauses waren mit einer Tram verbunden. Die müssen wir benutzen. Ach, falls sie noch funktioniert.
Etwas mehr Optimismus, Mr. DeWitt. Ja. Das hilft in solchen Situationen. Begib dich zur Tram. Man könnte auch sagen zur Eisenbahn. Mach das. Ich glaube, aber ich finde hier nichts mehr, was wir gebrauchen könnten. Ja. Und er haut natürlich wieder voll drauf. Seit wann sind Sie schon in Rapture? Oh, tja. Ich glaube seit 1951. Oder war das... 48. Das ist ziemlich vage. Seit... mein früheres Leben. Das ist so weit weg. Seit 49. Ja, 49, ganz sicher. Sie sehen übel aus, Mr. DeWitt. Sie lieber Ausschau nach Splicern. Die können uns weit schlimmer zurichten. Schön aufessen. Das wird euch gut tun. Ihr keine Samenkörner? Was seid ihr denn nur für Vögel? Denkt ihr etwa, ich will euch vergiften? Was ist dein Geheimnis, Danny? Wieso bist du immer die Nummer eins? Ich bin am Rumkrebsen. Vorsicht! Wir haben Gesellschaft. Schon gesehen. Und ich habe keine Waffe, außer... Was? Er sieht kein Stück besser aus als ich. Marie. Ich habe im Krieg gedient und mir diese Narben redlich verdient. Ich lasse mich doch nicht von einem dummen Automaten besetzen. Ich brauche unbedingt Munition. Einfach nur vorbeilaufen? Wir haben eine Brille verlegt! Okay, sie ist blind. Das ist das. Was heißt blind? Seht ihr, Kinder? Seht ihr, was für ein toller Hecht euer Vater ist? Man kann einfach so dran vorbeilaufen. Freaky. Willkommen im Zirkus der Werte! Wir können wieder. Haha! Können wir nochmal kaufen? Nee. Wir haben Eve, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Oh, was haben wir denn hier? Frostboost, Frostmod. Frostboost können wir leider nicht kaufen. Was? Schockkettehilfe. Reduziert die Menge, dass Eve für die Beherrschung benötigt wird. Erleichtert die Fähigkeit, Blitzschläge in einem Gegner zum nächsten springen zu lassen. Das war schon geil das letzte Mal. Obwohl das Frosting schon geiler wäre. Mal gucken, was wir noch an Kohle finden. Der Parasit, fangen die schon wieder daran mit an. Keine
Kohle, nix. Na komm, hier um die Ecke. Schatzeli, lass mich doch mal da durch. Weiß ich nicht, ob das falsch... Ach, du Scheiße. Das Warenhaus war für solche Tiefen nicht ausgelegt. Mehr Druck bedeutet mehr geplatzte Rohre. Geht ja schon Frostblatt mit. Okay, also wir müssen definitiv wieder zurück. Was? Was soll das heißen? Hältst du mich für eine Vollidiot? Da drüben. Ich sehe sie. Was siehst du? Machen wir das wie immer für klassisch. Autsch. Hat nicht funktioniert. Ganz kurz. Danke. Danken Sie mir nicht. Gehen Sie das nächste Mal lieber in Deckung. So, wieder da. Wo ist denn der jetzt? Weg. Rapture on Ice on the top floor. Da möchte ich gerne rein. Elsbeth ist beschäftigt. Bist nicht beschäftigt, du hast nichts zu tun. Ja, manche von den alten Nummern haben Staub angesetzt. Zeig mir! Mr. DeWitt, da. Tja, da ist die Tram. Dieser Spleißer hat sich eben mühelos einen Eispfad gefroren. Bestimmt macht er das auch gerne für uns. Ich vertraue ganz auf Ihre Überredungskunst. Was will das Spiel im Moment von mir? Mr. DeWitt, da. Ja, hab's doch schon gesehen. Eine Eislaufbahn. Richtig. Suchen wir doch dort mal nach unserem neuen Freund. Da steht, sie ist im Obergeschoss. Dann nichts wie rauf. Was denn jetzt alles? Der Aufzug geht nicht. Komm, wir gehen nochmal da gucken. Verdammt, abgesperrt. Lassen Sie mich mal. Hat sich bei Schlössern so wenig getan? Das kriege ich ja mit einem simplen Dietrich auf.